Hallo zusammen, heute geht es um meine Guerilla-Solaranlage. Und zwar sehen wir hier die Fassade. Und zuerst mal, ich brauchte hier eine Baubewilligung, weil die an der Fassade ist und die hat gekostet 625 Franken. Es sind, eigentlich wollte ich 12 hoch machen, aber das eine kam nicht. Jetzt habe ich nur 11 Panels oben und das packe ich dann mal irgendwann nach. Aber spielt jetzt nicht so eine Riesenrolle. Die speisen hier ein, die Leitung geht runter und wir gehen jetzt in den Keller und schauen uns da an, wie es weitergeht. Ja, wir sind jetzt hier im Keller und hier habe ich diesen Kasten und ihr seht, innen drin habe ich zwei Sicherungen, da kommt die Leitung von außen rein, da kann ich auch trennen. Dann habe ich hier ein Messgerät, also wir bringen momentan 425 Watt bei 183 Volt. Und ich habe jetzt seit Sonntag 15 Kilowattstunden Strom eingespiesen. Das ist, ja, jetzt normal, morgen hat es Nebel, ist okay. Dann geht die Leitung oben wieder raus, wieder über zwei Sicherungen. Da drin hat es ein Netzgerät für die Batterie, weil ich habe festgestellt, das Teil hier verliert den Speicher, wenn ich keine Spannung mehr habe. Jetzt habe ich direkt ein Netzgerät, Ladegerät für die kleine Batterie hier. Funktioniert. Hier der Kostenpunkt, so ein Kasten, ich sage mal 5 ohne Netzgerät, ohne Anzeige, sind wir bei 50 Franken. Außen die Solaranlage hat 600 Franken Material gekostet. Wir sehen jetzt hier mein Elektroboiler, der ist ursprünglich drin. Den haben sie mal, weiß ich was, 2013 entkalkt, aber der müsste schon länger drin sein. Und hier unten sind drei Heizungen, 300, also 3x400 Volt, 9 Heizungen, da habe ich 3 Heizungen abgehängt und die hängen jetzt an der Solarleitung, also direkt mit Gleichstrom vom Dach runter, über die Sicherung und dann nochmals eine zweite Sicherung hier direkt auf dem Boiler. Aus diesem Grund habe ich dann auch eine unterschiedliche Spannung, die reinkommt im Winter ein bisschen besser als im Sommer. Und ihr seht, hier oben habe ich jetzt 52 Grad auf dem Boiler. Den heizt es auf. Ich gehe jetzt hier hoch bis auf 80 Grad. Also hier Investition an sich der Thermostat hier zum Anzeigen. Und sonst auch nicht viel. Von der Leistung her, was diese Solaranlage bringt, das Ziel wäre nachher mal den Boiler zu ersetzen und hier einen Wärmepumpenboiler einzusetzen, dass ich noch ein bisschen besseren Wirkungsgrad hinkriege. Aber jetzt zusammengerechnet, ich habe 650 Franken Baubewilligungskosten gehabt. Dann habe ich für die Fassade, nicht für die Solaranlage, dann 600 Franken Material an Panel und Befestigungsschienen und hier unten circa nochmals 100 Franken Material. Das heißt, mich hat die Anlage jetzt um die 1200 Franken gekostet und ich habe einen Ertrag beim heutigen Energiepreis, den ich einspare zu 100%, circa von 120 Franken im Jahr und nächstes Jahr von 240 Franken im Jahr, brauche ich 5 Jahre für die Amortisation inklusive Bewilligung. Ich verlinke euch hier mein Guerilla-Video und ich wünsche euch einen schönen Tag.